Man hört es eindeutig. Endlich ist es wieder soweit. Night Olympics Hockenheim 2022. Wir sind wieder mit dabei und haben auch in diesem Jahr uns wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar seht ihr eine absolute Sensation und was ganz Neues. Das hat es in über 40 Jahren Dragster Motorsport in Hockenheim auf dem Ring nicht gegeben. Wir starten mit einem Mofa bei der Night Show. Und zwar nicht mit irgendeinem Mofa, sondern mit dem Drag Rider. Die haben wir extra gebaut, jetzt hier für Hockenheim. Und zwar treten wir an gegen den Thomas aus unserem eigenen Rennteam mit seiner lächerlichen 800 PS, 900 PS starken Top-Fuel-Motorrad. Das ist also das Ziel. Das Fahrzeug haben wir euch vorgestellt, das zeigen wir euch auch jetzt nochmal in einem extra Video, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Besteht also wirklich nur aus Teilen vom Mofa. Also alles, was da dran ist, wurde genau so oder so ähnlich am Mofa verbaut. Auch der Motor, ihr kennt den, ist eigentlich vom Kreidler, 5-Gang RS-Motor, der aber auch in der Flory als 3-Gang Handschaltungsmotor seinen Platz gefunden hat. Gut. Mehr wollen wir da gar nicht drauf eingehen. Kommt vorbei, besucht uns hier auf dem Hockenheimring. Morgen, Freitag, geht's los. Das ganze Wochenende sind wir für euch da, direkt am Eingang. Ihr kommt direkt auf uns zu. Und wir freuen uns schon riesig, euch alle wieder zu treffen nach so langer Stillzeit. Bis demnächst oder bis hoffentlich morgen oder am Wochenende hier in Hockenheim.